Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mein erstes Style and Talk. Das hat sich tatsächlich eine Followerin letzte Woche auf Instagram von mir gewünscht. Und zwar seht ihr, wie ich diesen tollen Make-up-Look kreiert habe. Praktisch das, was ich jeden Tag mache. Und nebenbei quassel ich so ein bisschen über aktuelle Themen hier in unserem Leben. Es geht um eine abgesagte Hochzeit, um einen Umzug nach Wien, um anderweitige Wohnungspläne und was geht's noch? Meine Selbstständigkeit. Genau, das war sogar die richtige Reihenfolge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Okay, da es einiges zu erzählen gibt, starte ich jetzt einfach gleich mal mit meinem Primer. Ich habe mein Gesicht schon gereinigt und eingecremt. Und ja, das ist der Fotofinish Primer von Smashbox. Ich glaube, ich schreibe euch einfach die ganzen Produkte, die ich verwende, in die Infobox. Und dann könnt ihr danach gucken, weil unterm Quasseln vergesse ich bestimmt die Hälfte zu sagen oder zu erwähnen. Also wir machen halt ein ganz normales Alltags-Tages-Make-up, würde ich sagen. Ich springe informationstechnisch gleich mal ins kalte Wasser. Und zwar starten wir, glaube ich, chronologisch in zeitlicher Reihenfolge mit dem Thema Hochzeit. Die hat nicht stattgefunden. Also zumindest nicht so, wie wir das geplant hätten. Ich habe das hier auf YouTube gar nicht angeschnitten, aber wir mussten die Hochzeit aufgrund von Corona absagen. Haben uns aber dann dazu entschieden, weil die Location ja schon gebucht war, dass wir an dem Tag selbst eine kleine Party für engste Familie und Freunde schmeißen. Also wir waren 20 Personen und das war tatsächlich mega, mega witzig. Das war die beste Entscheidung ever, weil wir das einfach so voll gut in Erinnerung behalten und nicht als so einen traurigen, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber wir waren davor schon sehr, sehr angeschlagen und die ganze Hochzeitsthematik hat uns schon ein bisschen mitgenommen. Aber ich würde sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Und falls ihr da ein paar Eindrücke sehen wollt oder sowas, gibt es dazu auch ein Highlight auf Instagram. Ich verlinke euch das sonst, oder ich verlinke euch meinen Account sonst unten. Bitte nicht wundern, meine Haut ist gerade brutal schlecht. Ich muss da jetzt mit richtig viel Concealer drüber gehen. So. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass so viel passiert ist die letzten paar Wochen. Und ich bin immer sehr empfindlich, wenn es um meine Psyche geht, wenn irgendwie viel tolle oder auch viel schlimme Sachen oder so passieren, kann man sich sicher sein, ich kriege Magenprobleme und ich kriege schlechte Haut und Neurodermitis. Und bei mir, man sieht es mir direkt immer an, wenn ich irgendwie Stress habe. Aber ja, es, die meisten Sachen hier im Gesicht heilen eh schon ab. Und ich hoffe, dass ich das bald wieder in den Griff bekomme hier. Das ist der Forever Skin Correct Concealer von Dior. Den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist super deckend. Und momentan ist kein Ersatztermin für die Hochzeit geplant. Ehrlich gesagt haben wir beide ein bisschen die Schnauze voll von dem ganzen Thema. Und es ist auch einfach momentan zu unsicher, finde ich. Kann man heiraten, kann man nicht heiraten. Macht es jetzt Sinn, wenn man nächstes Jahr was plant oder nicht? Oder wir wollten das auch auf gar keinen Fall mehr dieses Jahr machen. Aber ja, mal gucken. Irgendwann passt es schon. Ich finde einfach, eine Hochzeit sollte was sein, was super leicht irgendwo von der Hand geht und nicht mit so viel Sorgen und so zu tun hat. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass das Thema momentan erstmal auf Eis gelegt ist. Und mit der ganzen Thematik, dass wir, ich glaube, Mitte April oder so die Hochzeit abgesagt haben, kam dann mehr oder weniger bei uns zu Hause so eine Art Grundsatzdiskussion auf, wo wir mal so wirklich drüber geredet haben, was wollen wir jetzt eigentlich genau machen und was ist so der Plan? Also auf Langzeit gesehen. Und eigentlich hat der Christoph dann damit angefangen, dass er gesagt hat, er glaubt, dass ich nochmal eigentlich woanders hin müsste, weil er war schon ganz viel im Ausland und hat woanders gelebt und war jahrelang unterwegs und ich war immer nur in Salzburg. Natürlich bin ich viel gereist, aber ich habe noch nie woanders gewohnt und so sind wir so ein bisschen auf diese Wien-Thematik gekommen und haben uns dann super spontan eigentlich dazu entschlossen, unsere Wohnung zu kündigen und jetzt nach Wien zu ziehen.
Ja, Wien macht für mich einfach total viel Sinn, weil sich da beruflich eigentlich alles abspielt. Ich war letztes Jahr, glaube ich, über 40 Mal in Wien. Ich wollte letztes Jahr schon immer gern umziehen, aber da war das irgendwie nicht so wirklich Thematik. Und jetzt dieses Jahr haben wir einfach gesagt, okay, dann lass uns noch mal was anderes machen. Muss ja nicht für immer sein. Und ja, wir sind gerade auf Wohnungssuche. Für unsere Wohnung haben wir tatsächlich schon Nachmieter. Und gucken uns gerade in Wien ein bisschen um, aber der Wohnungsmarkt ist gerade relativ gut. Ich glaube, weil so viele Leute ihre Airbnbs jetzt auf Langzeit vermieten wollen. Also es gibt relativ viel schöne Wohnungen. Ich hätte total gern so eine Altbauwohnung mit hohen Decken und Flügeltüren und so. Das wäre mein Traum. Aber mal gucken, ob was sich da ergibt und wie wir das am besten handeln. Ich würde gern nächste Woche mal nach Wien fahren und mir ein paar Wohnungen angucken. Und ja, mal schauen. Aber ja, das ist der Plan. Und zeitlich wäre das angedacht mit Mitte, eigentlich wäre mir Mitte September am liebsten, weil dann hätten wir noch 2 Wochen irgendwie, um den ganzen Umzug und so zu handeln, weil wir wohnen ja hier in einem Haus. Das wird schon eher eine gröbere Geschichte, glaube ich. Aber ja, das ist nichts, was man nicht schaffen kann. Und ich freue mich einfach extrem auf eine größere Stadt, auf ein neues Umfeld. Wie gesagt, ich war noch nie großartig woanders. Und weil auch total viele Leute immer fragen, was macht denn dann der Christoph oder wie ist das bei dem beruflich? Der sucht sich in Wien einen neuen Job. Also der war hier in Salzburg eh nicht so ganz zufrieden. Und deswegen passt das auch bei dem eigentlich relativ gut rein, dass wir uns jetzt da nochmal ein bisschen umorientieren. Ja. Und mit der Wien-Thematik kam dann noch ein anderes Wohnprojekt um die Ecke. Da kann ich leider momentan noch nicht ganz so viel zu erzählen, aber da kommt die nächsten Monate noch eine kleinere oder noch größere Änderung. Ja, ich habe in Wien ja auch ein paar Freunde und auch das ganze Blogger-Umfeld ist so mehr oder weniger und da freue ich mich echt so ein bisschen, dass ich dann bisschen mehr in die Szene reinkommen und auch überall einfach da und vor Ort bin und mal spontan irgendwo hingehen kann und so. Ich habe das letztes Jahr wirklich oft gemacht, dass ich zu 2-stündigen Presse-Events irgendwie 3 Stunden im Zug hin, 3 Stunden im Zug zurück. Da geht halt der ganze Tag für drauf und es war irgendwie einfach anstrengend. Das hat sich total ausgezahlt für mich, weil ich halt super viel Leute kennengelernt habe und mir halt auch irgendwo ein Netzwerk aufgebaut habe. Aber das wird definitiv einfacher, wenn ich vor Ort bin. Genau. Jetzt mache ich mir noch schnell mein Augenbrauen. Und zwar benutze ich hier das Cabrow von Benefit. Ich glaube, ich habe hier auf meinem Kanal noch nie was anderes benutzt. Das verwende ich einfach seit Jahren. Ich bin übrigens am Überlegen, ob ich mir meine Augenbrauen microbladen lasse. Oder es gibt so viele verschiedene Techniken. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Sachen heißen, aber da gibt es auch irgend so eine Powder-Technik und so. Ich weiß nicht ganz genau, was das Beste ist. Falls da irgendwer Erfahrungen mitgemacht hat, gerne da unten in die Kommentare. Weil mir macht es eigentlich nichts, hier meine Augenbrauen so anzumalen. Ich mache das gerne und ich bin da auch relativ schnell und das hält bei mir den ganzen Tag. Also ich muss mich da nie jetzt großartig drum kümmern oder darauf achten, wie das ausschaut. Aber ich finde es jetzt einfach im Sommer, jetzt wo man so oft draußen ist und baden geht und so, und ich bin auch einfach so oft ungeschminkt unterwegs. Und dann schaut eine Augenbraue halt irgendwie so ein bisschen mager aus. Also, ich fände es schon super mega praktisch. Aber ich habe auch total Angst, weil ich kenne ein paar Beispiele, wo das dann nach ein paar Jahren total ausbleicht und ganz komisch ausschaut und die Farbe ganz komisch wird und so. Und deswegen habe ich da irgendwie ein bisschen Schiss. Sekunde, ich muss hier schnell meinen Spiegel rüberholen. Bei uns schaut es aber eigentlich eh gerade nicht so nach Sommer aus. Es regnet und hat, glaube ich, 14 Grad. Deswegen sitze ich hier auch in meinem dicken Pulli. Und es schaut, glaube ich, auch im Bild relativ düster aus. Aber es ist gestern und auch heute irgendwie nicht mal richtig hell geworden, habe ich das Gefühl. Aber ab übermorgen soll es über eine Woche lang 30 Grad und Sonnenschein haben. Freue ich mich sehr drauf. Jo. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt gebe ich hier schnell ein bisschen Lip Balm drauf.
Das ist einer von Bobby Brown, den höre ich schon seit Jahren. Und den höre ich wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende. So viel wie da drin ist. So, jetzt glaube ich, machen wir was ganz Aufregendes. Und zwar Eyeliner. Ich benutze eigentlich nie Eyeliner, weil ich einfach relativ kleine Augen habe und halt auch irgendwo ein bisschen Schlupflider. Was ja nichts Schlimmes ist, haben halt ganz viele Leute. Aber ich habe hier von Estée Lauder so einen geschickt bekommen und wollte es dann mal wieder probieren. Weil ich habe tatsächlich auch gar keinen Eyeliner mehr zu Hause, weil mir das irgendwie nie so gestanden hat. Und dann habe ich glaube vorletzte Woche oder so, angefangen da so ein bisschen rumzuprobieren und habe es einmal hinbekommen, dass es richtig, richtig gut aussah mit so einem ganz kleinen hier außen. Aber also für mich ist es nicht das Problem, das schön zu zeichnen, sondern dass die gleichmäßig sind und nicht der eine hier nach oben geht und der andere hier nach unten und irgendwie, es funktioniert so gut wie nie. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Also wenn ich das jetzt on camera hinbekomme, das wäre ja mega. Aber ich bezweifle es ganz stark, vor allem weil ich hier nicht mal den Spiegel richtig halten kann. Okay. Der schaut ganz gut aus. Aber der geht schon wieder so hoch und der geht so zur Seite. Was für ein Käse, echt. Oh, hoppala, Entschuldigung. Aber das fällt wahrscheinlich eher mehr auf. Okay, wir probieren hier nochmal das zu retten. Ach, war ja klar. Mann, wie hält das hier? Ich brauche auch mal so ein cooles Beauty-Blogger-Setup. Ich stelle mich so dumm gerade an. Ist es gut? Der schaut ganz gut aus. Der ist irgendwie... I don't know. Okay, wir lassen es so. Aber ich finde auf jeden Fall den Look von dem Eyeliner an sich so schön. Ich habe einfach nicht die richtigen Augen dazu. Okay, dann noch Wimperntusche. Ich glaube, auf den Augen selbst mache ich heute gar nichts. Also lidschattenmäßig. Tusche halt nur oben Wimpern, weil ich finde, das schaut mit Eyeliner immer besonders schön aus. Und welche Themen haben wir jetzt angeschnitten? Ich habe die abgesagte Hochzeit. Wie gesagt, falls ihr euch da interessiert, was wir an dem Tag gemacht haben, könnt ihr euch das gerne auf Instagram angucken. Dann haben wir Umzug von Salzburg nach Wien. Steht jetzt an. Und was wollte ich noch erzählen? Thema Selbstständigkeit. Ich habe mich mit oder als Bloggerin selbstständig gemacht. Ich bin seit gestern selbstständig und freue mich extrem. Das wollte ich schon ganz, ganz lange machen. Und ja, mal gucken, was es so bringt. Auf jeden Fall mehr YouTube-Videos. Das steht schon mal ganz sicher fest. Mir hat YouTube immer mega viel Spaß gemacht. Und mir hat es immer leid getan. Ich mache das ja jetzt schon seit, keine Ahnung, 3 Jahren oder so. Mir hat es immer leid getan, dass dieser Kanal, der eigentlich so viel Potenzial hier hat, weil ich auch weiß, dass ich eigentlich relativ viele Follower habe dafür, dass kaum jemals ein Video kommt. Und ich fand es immer schade, dass der so vernachlässigt wurde und dass ich da so wenig gemacht habe. Aber YouTube ist immens zeitaufwendig und wenn ich was mache, dann möchte ich das richtig machen und gescheit machen. Und dann soll das irgendwie Qualität haben und nicht einfach so hingewurschtelt sein. Und dafür habe ich jetzt die Zeit und die Möglichkeit und darauf freue ich mich sehr. Deswegen, falls ihr konkrete Videowünsche habt oder falls ihr irgendeine coole Idee habt zu irgendeiner Serie oder wenn ihr Vlogs sehen wollt oder so, schreibt mir das einfach alles gerne mal unten rein. Ich verspreche natürlich nicht, dass ich das alles mache, aber Ideen zu sammeln ist immer was Cooles und mich würde es voll interessieren, was ihr so gerne guckt und was ihr gerne von mir sehen wollen würdet. Machen wir noch schnell hier die Lippen. Und zwar habe ich hier so einen furzi kleinen Lip Liner von Givenchy. Den habe ich, glaube ich, ungelogen seit 4 oder 5 Jahren. Das ist die Nummer 2. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Den habe ich letztens in irgendeiner Handtasche gefunden und habe mich so gefreut, weil das war mein absoluter Liebling eine Zeit lang. Und jetzt habe ich den wieder entdeckt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie kosmetisch gut das ist, ein 5 Jahre altes Produkt zu verwenden, aber noch habe ich keinen Ausschlag, deswegen könnt ihr mir aber einfach mal neu kaufen. Aber der ist wirklich, der hat eine super schöne Farbe. Spitzen könnte ich ihn. Sekunde, das mache ich jetzt mal schnell, weil das wird hier nichts.
Also bedeutet, ihr könnt definitiv mit mehr Videos rechnen und auch mit mehr allgemeinem Stuff auf Instagram, wie auch immer. Und ich freue mich voll. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Tatsache, dass ich mich mit meinem Blogger-Dasein, wie auch immer man das nennen mag, ich finde die ganzen Begriffe wie Blogger und Influencer und so immer ein bisschen blöd, aber dass ich mich damit selbstständig machen konnte jetzt, ist einfach der absolute Überhammer, weil im Endeffekt ist das der coolste Job überhaupt. Ich habe da letztens so lange mit meiner Mama drüber geredet, dass ich das so krass eigentlich finde, weil ich mache ja, auf meinem Instagram-Account bin ich, wie ich bin und da zeige ich, was mir gefällt und da mache ich einfach genau das, wonach mir irgendwie gerade ist und dreht, wie mir der Schnabel gewachsen ist und das ist einfach total irre, dass ich mit dem, was mir Spaß macht, Geld verdienen kann, weil ich mich nicht verbiegen muss. Und wenn man für ein anderes Unternehmen arbeitet, übernimmt man immer die Übernehmensphilosophie und sollte immer in deren Gewissen handeln. Und ich kann jetzt einfach das machen, was mir ist. Ich finde das total verrückt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch gar nicht so richtig verarbeitet und das ist einfach das Coolste überhaupt. Und das, wenn mir aufgeht und das, wenn eine Langzeitlösung ist, dass ich einfach sage, ich kann das hier Vollzeit machen und ich kann einfach über die Dinge reden, die mir gefallen und meine Hobbys hier so ein bisschen ausleben und damit auch noch Geld verdienen, ist es das absolut Coolste überhaupt. Das absolut Beste. Und ich hoffe, dass auch alle anderen Influencer und Blogger da draußen das sowas von wertzuschätzen wissen, wie toll das eigentlich ist, mit was man hier sein Geld verdienen kann. Ja. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Ich werde aber gleich ein bisschen sentimental, weil ich das immer noch gar nicht so richtig fassen kann. Aber ja. Jetzt tue ich noch ein bisschen so Setting Spray drüber. Und dann bin ich auch schon fertig. Ich schau mal aus. Ich kann das immer nicht so gut einschätzen, wenn ich filme. Ja, den hier sieht man halt immer noch brutal, aber hilft nichts. Der Rest geht. Und der Eyeliner schaut irgendwie auch gar nicht so schlecht aus, oder? Das ist so gerade der aktuelle Stand. Ich hoffe, ich habe jetzt alles angesprochen. Ich bin mir gar nicht sicher. Als nächstes steht jetzt auf jeden Fall mal ein Umzug an. Und dann gibt es wieder Interior-Content. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich da so. Auf YouTube, eine meiner meist aufgerufenen Videos sind immer die Haustouren, Wohnungstouren, Wohnungsupdates, Interior-Geschichten, wie auch immer. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine der Sachen, auf der ich mich am meisten freue bei dem Umzug. Ist einfach wieder umdekorieren und ein bisschen neu einrichten. Der Christoph hört das nicht so gern, weil wir haben ja gerade erst das ganze Haus hier eingerichtet. Aber okay, damit bin ich jetzt auch fertig für den Tag und wir sehen uns ganz bald wieder. Danke fürs Anschauen. Tschüss!